herzlich willkommen zum Historienvideo dieser Ausgabe. Oder zumindest könnte man das glauben, wenn man diese Bilder sieht, aber keine Angst, sie haben sich im DVD-Menü nicht verklickt. Dies ist tatsächlich der Testcheck, diesmal mit Daniel Maciejewski und dem Michael Graf. So ist es. Und dies hier ist unser erster Kandidat, nämlich Meteor Blade. Ja, das ist so ein Pseudo-Devil May Cry 3 auf Möchtegern und das heißt, wie du schon erwähnt hast, die Grafik sieht aus wie von vor 10 Jahren. Furchtbar. Ja. Aber Grafik ist ja nun mal nicht alles. Wie ist es denn spielerisch? Es krankt im Kampfsystem schon allein deshalb, dass du hast da so ein automatisches Lock-System, sprich ein Gegner ist markiert und du haust dann auf den drauf. Das ist eigentlich ganz cool bei einzelnen Gegnern, aber wenn du zu zweit quasi angegriffen wirst, dann wird es schnell hektisch. Oh, auf Deutsch, ich kann den Gegner nicht mehr wechseln, wenn ich ihn einmal angewählt habe. So wie Schach gegen die Achse des Bösen. Preis für den beklopptesten Titel des Monats. Ja. Und auch das bekloppteste Spiel, denn man spielt mit prominenten Persönlichkeiten aus der Weltgeschichte. Na gut, Dr. Evil gehört jetzt nicht dazu, aber man spielt mit Rambo, mit George W. Bush, Condoleezza Rice im gelb-schwarzen Kill Bill-Outfit. Wen haben wir noch? Ach Gott. Das soll satirisch sein eigentlich. Krankt aber zum einen daran, dass es überhaupt nicht witzig ist und zum anderen daran, dass es auch noch ein schlechtes Schachspiel ist. Richtig. Also da sollte man doch lieber zu Fritz greifen und auf den Humor verzichten. Damit hat man ein deutlich besseres Schachspiel. Oder wir wollen noch nicht zu viel verraten, wenn Sie jetzt überlegen, ein Schachspiel zu kaufen. Es kommt gleich noch eins und das ist sogar noch besser. Commander Europe at War. Erst habe ich gedacht, wer ist Commander Europe und warum ist der im Krieg? Aber nein, es heißt tatsächlich Commander Doppelpunkt Europe at War. Ist ein ein Hexfeld-Strategiespiel, ein Rundenstrategiespiel, in dem man, oh Überraschung, den Zweiten Weltkrieg nachkämpft in Europa. Gibt's sowas immer noch? Sowas gibt's noch und ich bin mit sowas immer zu ködern, weil ich solche Spiele einfach mag. Und tatsächlich spiele ich auch das hin und wieder, abendelang tatsächlich, weil's mir Spaß macht. Mhm. Es ist zwar jetzt nicht sonderlich komplex, also wenn du mal Hearts of Iron 2 gespielt hast, dann kann dir das hier überhaupt nichts. Also hier geht es nicht um politische Sachen, hier geht es nicht um Allianzen, hier geht es nicht um Wirtschaft. Man muss einfach nur Einheiten kaufen, ein paar neue Sachen erforschen und kämpfen. Ah, so mag ich's. Ja, aber tatsächlich, das entfaltet für Leute, die halt wirklich draufstehen, eine gewisse Faszination. Mhm. Auch wenn es grafisch jetzt nicht der Überhammer ist. Tja, wir haben es versprochen. Das zweite Schachspiel in diesem Testcheck. Und das ist vom selben Entwickler wie vorhin die Achse des Bösen. Mhm. Ist im Grunde genau dasselbe Spiel, nur diesmal halt mit Fantasy-Figuren statt mit politischen Größen. Ja, und dem grandiosen Namen Wizard Chess. Ja, wer hätte es gedacht. Man kann jetzt im Grunde hier genau dasselbe wiederholen, was wir vorhin gesagt haben. Also, ja, die KI geht natürlich in Ordnung. Ich meine, das ist so ein Schach-KI, das kann selbst ein Handy schon ganz gut. Aber bitte, wer braucht sowas? In der Tat, ja. Und eigentlich, man könnte ja mal annehmen, dass diese Zeiten vorbei sind und wir nicht noch mehr Battle-Chess-Klone sehen müssen. Zumindest nicht noch mehr schlechte. Cleopatra, mal wieder ein Render-Adventure und Überraschung, das ist gar nicht so verkehrt. An sich, weil es auch schon schön präsentiert ist. Die Grafik ist ganz nett und Ägypten ist auch in diesem Fall recht stimmungsvoll inszeniert. Ganz tolle Atmosphäre. Aber es ist dann doch auch nur für Profis, weil das richtige Kopfnuss-Rätsel sind. Aber ich habe gehört, dass die Entwickler da tatsächlich alte Dokumente irgendwie recherchiert haben und die Schauplätze in Anführungszeichen originalgetreu nachzubauen. So originalgetreu, wie man es halt kann, wenn man nicht dabei war und das vor tausenden von Jahren war. Das ist zumindest mal eine nette Idee. Sieht wahrscheinlich völlig anders aus, als es wirklich ausgesehen hat, aber nett. Egal. Also, wer wirklich noch nicht genug hat von solchen Adventures und in letzter Zeit gab es gar nicht mal so viele richtig gute, eigentlich gar keins, wenn ich mir jetzt so drüber nachdenke, kann durchaus jetzt hier mal einen Blick drauf werfen, weil das ist echt nicht verkehrt und durchaus für Knobelfans interessant. Silverfall, Wächter der Elemente, um es auch mal deutsch zu sagen, ist ein Standalone-Add-on zum Action-Rollenspiel Silverfall. Genau, und das führt die Geschichte dort fort, wo das Hauptprogramm aufgehört hat, und zwar, du bist jetzt König von Silverfall und es gibt eine neue Bedrohung und ja, das Spiel setzt quasi mit Level 45 an und baut auch zwei neue Klassen ein, den Echsenmenschen, den wir hier sehen, und auch den Zwerg, der halt deutlich uncool ist als das Vieh hier. Mhm. Man sieht's wieder, die Grafik ist sehr, sehr nett gemacht, so ein bisschen mit einem Comic-Stil. Im Kontrast dazu, das Interface ist einfach nur hässlich. Immer noch, ja, leider. Es ist auch der Performance-Hunger des Spiels ist auch immer noch enorm. Sie sehen es hier, es ruckelt ziemlich stark. Ah, Sam und Max mit Zombies, das kann ja nicht verkehrt sein. Brains.
Brains. Nee, die sagen hier Gehirne, weil das sind deutsche Zombies. Nein, und das Spiel spielt tatsächlich in Stuttgart, auch wenn es hier ein bisschen so aussieht wie in einer amerikanischen Vorstadt. Das freut mich als Schwabe natürlich ganz besonders, dass das in Stuttgart spielt und jetzt packe ich auch mal einen schwäbischen Dialekt. Nee, das lasse ich jetzt mal lieber bleiben. Mich als Badener freut das überhaupt nicht. Ich verlange jetzt auch ein Zombiespiel, das in Karlsruhe spielt. Vielleicht ist es dann in der nächsten Episode soweit. Natürlich wieder großartig gelungen, toller Humor und wer auf Zombies steht, kommt um dieses Spiel garantiert nicht. Ja, wir müssen jetzt mal die Kommentarliste kurz abhaken für ein Sam & Max Spiel. Es ist wieder hammerwitzig und es ist wieder viel zu kurz. Richtig, genau. Und aber es hat Zombies. Ich meine, hey. Ja, es hat Zombies. Wenn wir unseren Kollegen aus der Online-Abteilung, den Michael Obermeier, fragen, dann würde der sicher sagen, ein Spiel mit Zombies hat schon gewonnen. Das kann nicht schlecht sein. Congratulations, you've won! Naja, es sei denn, es heißt Cabus 22. Ja, Theorie widerlegt, ein Spiel mit Zombies kann doch schlecht sein. Und da haben wir es nämlich auch schon. Das Spiel ist von einem türkischen Entwickler. Der Publisher Frogstar wirbt auch damit, Horror aus der Türkei sei das. Und das ist wirklich ein Horror aus der Türkei. Aber eher, weil es so schlecht ist. Ich frage mich gerade, Yasin hat es ja getestet und diese Aufnahme hier gemacht. Kann er eigentlich nicht zielen oder ist die Steuerung einfach nur verkackt? Ich fürchte Letzteres, so wie er UT 3 gegen uns gespielt hat, kann er glaube ich doch zielen. Das Großartige ist übrigens, die offizielle Website ist eine MySpace-Page. Ja, fantastisch. Die deutsche Website zu diesem Spiel ist ein MySpace-Profil. Also dafür war wohl kein Geld mehr übrig. Und wenn ich es mir so anschaue, war für viele andere Sachen auch kein Geld mehr übrig, wie zum Beispiel Grafik, Steuerung, Geschichte und so weiter. Oh, was ist das? Ist es nicht schön? Ja, Falling Stars, das ist ein Rollenspiel auf Kinder zugeschnitten. Also steht auch auf der Packung drauf, ein Kinderrollenspiel. Ja, von beinahe krankmachender Niedlichkeit, denn man kann später, im späteren Spielverlauf, wenn ich mich recht erinnere, einen Rucksack bekommen oder so ein Viech halt auf jeden Fall, das dir auf dem Rücken hängt und dich dann auch noch anguckt, wenn du rumläufst. Aber selbst Kinder müssen da hart im Nehmen sein, denn das Programm hat ein Problem. Und zwar reden manche NPCs mit dir nur dann, wenn du die richtigen Klamotten trägst. Sprich, du bist die meiste Zeit damit beschäftigt, zwischen deinem Kleiderschrank und den Questgebern hin und her zu rennen, weil die einfach nicht mit dir reden wollen. Ja, so wie im echten Leben. Ja, genau. Wenn ich jetzt hier quasi keine Ahnung was anhätte, würdest du auch nicht mit mir reden. Wir haben übrigens zum Schluss hier nochmal ein Spiel, das aussieht, als ob es vor 10 Jahren erschienen ist. Ich hoffe, das wird in der nächsten Ausgabe besser. Ist ja echt furchtbar diesmal. Sonst machen wir in der nächsten Ausgabe ein Historienvideo über diese Ausgabe und sie würden es uns vielleicht sogar glauben, weil die Spiele so alt aussehen. Du hast verkackt gesagt.